Wir programmieren wieder ein bisschen. Die Nachbesprechung von Blatt 7, den Templates, und die Vorbesprechung von Blatt 8, den Exceptions, steht an. In Grundlagen der Informatik und Programmierung 2 im Sommersemester 2022 am Campus Bocholt der Westfälischen Hochschule. Tag zusammen. Ein paar mehr Leute hier als gestern. Das ist gut. Auch ein paar mehr Leute im Zoom-Meeting. Ich lasse den Rest noch rein und diesmal habe ich, glaube ich, auch den Ton von Anfang an in der Aufnahme. Ja, das sieht gut aus. So, wir unterhalten uns über Blatt 7. Das war eine Aufgabe zum Thema Templates. Und mit dieser Gruppe habe ich die noch nicht gemeinsam programmiert. Da hatten wir nur eine Gruppe. Ging um die Logarithmusfunktion. Die könnten wir hier nochmal bauen, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, da steht ja noch eine zweite Aufgabe drauf auf Blatt 7, geht ein ganz kleines bisschen in Richtung der Graphklassen und Knotenklassen, die wir da gebaut haben oder die Sie da gebaut haben sollten. Wie wollen Sie es machen? Ratlose Blicke. Okay, also kümmern wir uns um die einfache oder um die tatsächliche Aufgabe. Die skizzieren wir da ein kleines bisschen. Ich überlege gerade, wie ich das mache, damit wir ein bisschen vorankommen. Ich glaube, ich schummel ein kleines bisschen. Machen wir das so. Das ist der Code, mit dem wir arbeiten. Und den haben wir dann auch hier im Meeting. Ich habe schon drin eine CMake-Lists.txt. Das ist eigentlich einer der üblichen Verdächtigen, die wir ja immer haben. Wir haben ein Projekt. Wir sind jetzt aber in Gruppe 7b. Wir haben eine Main-Executable, die sich aus der Main-CPP speist. Sollte eigentlich kein Problem sein. Und wenn wir in die Main-CPP reingucken, dann ist da im Moment gar nichts drin. Womit haben wir immer gestartet? Wir haben mit Hello World gestartet. Mikro ist jetzt aus, keine Sorge. Dafür brauchen wir den IO-Stream-Header und ein Int Main. Was macht die Main-Funktion in der Hello World-Anwendung? Genau, wir nehmen uns den Standard Character Output Stream und schreiben da ein Hello World rein. Passiert nicht viel. So, dann machen wir das Return Exit Success noch ans Ende. Und dann nehmen wir dazu noch, das ist der C-Statlib Header. Der ist das. So, wenn ich die Projektmappe konfiguriere, tut sie das. Wenn ich die Projektmappe baue, tut sie das. Und wenn ich die Projektmappe ausführe, kriege ich das Hello World. Wunderbar. Erster Commit für heute eigentlich schon erledigt. Was haben wir? Wir haben da Stage Changes. Warum sind die da drin? 7 Post? Nee, die möchte ich nicht. Die machen wir nachher. Wir sind ja nur in der... Doch, wir sind in der Vorbewegung. Ach, meine Güte. Was will ich committen?
Ich möchte, das ist die Main, das ist das, was wir gerade gemacht haben und das ist was anderes. Das möchte ich nicht. Pre möchte ich nicht, ich möchte die ganzen Post-Sachen. Commit. Das ist das Wort, das ich suchte. So, das ist der Hello World Stub für die Aufgabe. Wie machen wir da jetzt weiter? Was sagt die Aufgabe auf dem Blatt, was wir tun sollen? Also, wenn wir Graphen bauen, haben wir eine Graphklasse, die alles zusammenhält und haben da drin eine Knotenklasse. Die Knotenklasse kennt ihre Position im 2D-Zeichenbereich des Graphen. Und da sollen wir, ja zugegebenermaßen, das ist ein kleines bisschen konstruiert, aber da wollen wir die Datentypen für die Koordinaten templatisieren. Das können Fließkommazahlen sein, das können aber auch Ganzzahlen sein. Dann haben wir das da zumindest mal gemacht. Okay? So, da wir in die Richtung nichts haben, was brauchen wir dafür, damit wir das machen können? So, wer hatte das gedacht? Wir brauchen eine Knotenklasse. Ich habe gerade ein kleines bisschen nach rechts gucken müssen, weil die Internetverbindung erstaunlich schlecht war bisher. Das müsste jetzt besser sein. Das sollte jetzt im Stream deutlich besser gehen. Aber ich habe ja die Aufnahme mitlaufen. Das kann ich nachher dann nochmal korrigieren. Ja, das sieht besser aus. Wir brauchen eine Knotenklasse. Wie nennen wir die? Ja, nennen wir die Node. Also brauchen wir eine Node, HPP. Ich verrate es, da kommt oben direkt der Include Guard rein. Und dann bauen wir uns die Klasse Node. Da haben wir sie. Die muss ich in die CMake-Lists.txt eintragen, damit die im Projekt ankommt. Und was schreiben wir da rein? Was kommt in die Node-Klasse rein? Alles klar. Also, wir brauchen einen Private Member für, machen wir es jetzt mit Fließkommazahlen, für die X-Position und für die Y-Position. Und dann hatten Sie noch gesagt, wir haben noch einen Namen.
Dafür brauchen wir hier natürlich den String-Header als Include. Und damit wir die Parameter oder die Attribute der Klasse alle setzen können, brauchen wir natürlich einen öffentlichen Konstruktor. Der heißt genauso wie die Klasse. Jetzt ist die Frage, was kommt da rein? Was geht als Parameter in den Konstruktor rein? Ganz genau. Also wir müssen alles drei, was wir hier unten als Attribute der Klasse haben wollen, müssen wir in den Konstruktor reinstecken. Und ich muss tatsächlich noch einmal ganz kurz abbiegen. Ich habe nämlich offensichtlich bei mir AirDrop für alle freigegeben und kriege hier kontinuierlich, ich denke, das sind Katzenbilder, geschickt. Ja, so ist das, wenn man das offen lässt. Das Katzenbild hätte ich jetzt gerne nicht. Alles klar. So, die drei Sachen müssen wir da reinkriegen. Wie kriegen wir die jetzt da rein? Wie kriegen wir, also die kriegen wir jetzt in den Konstruktor rein, das ist klar. Wie kriegen wir die in die Attribute der Klasse? Das machen wir über die Initialisierungsliste. Ich mache das jetzt im Header, ausnahmsweise. Das wird nachher klar, warum das tatsächlich sogar im Header sein muss. Normalerweise würde ich jetzt ja sagen, wir nehmen eine C++-Datei dazu, implementieren da den Konstruktor und trennen tatsächlich strikt die Deklaration des Konstruktors oder von der Beschreibung, wie sieht die Klasse aus, trennen wir von, was macht die Klasse, also der Implementierung. Nachher, wenn wir da ein Template draus machen, müssen wir das zusammenbauen. Ich erkläre nachher, warum. Ich lasse es jetzt aber hier im Header, weil wir sonst nachher die Schleife drehen müssen. So, Initialisierungsliste, auch das sollte klar sein. Der Name ist der übergebene Name. Die Expos ist die übergebene Expos. Und die Ypos ist die übergebene Ypos. So, aktive Arbeit verrichtet der Konstruktor nicht. Deshalb finde ich diese Trennung Initialisierungsliste und Funktionsbody oder Konstruktorbody relativ gut, weil ich hier auf einen Blick sehe, der Konstruktor macht einen Haufen Initialisierung. Welche Initialisierung er macht, dafür muss ich genauer hingucken. Aber er macht keine besondere Arbeit. Und das ist eine gute Info, zu wissen, dass er, oder schon mal vom ersten Blick das Gefühl zu haben, eigentlich alles, was er per Parameter bekommt, schreibt er in die Member. Und da ich mir mittlerweile angewohnt habe, das relativ systematisch zu benennen, dann ist mir auch relativ schnell klar, was wohin geht. Und da brauche ich gar nicht viel zu lesen. So, damit ich das so schreiben kann, wie ich das hier gemacht habe, mit den geschweiften Klammern, muss ich CMake noch sagen, dass es dem Compiler mitteilen soll, dass wir C++11 programmieren.
Gut, damit haben wir das. Ja. Dankeschön. Da fehlt noch ein S. Ganz genau. Gut, dass so viele Leute mitgucken. Ist übrigens ein Argument, warum Sie zu zweit programmieren sollten. Damit im einfachsten Fall eine Person schreibt, die andere kontrolliert, damit nichts schief geht. Im besten Fall liefert die zweite Person die Ideen. Und die erste ist, naja, besserer Texteditor. Schreibkraft wäre jetzt zu böse, stimmt auch nicht. Das geht ja da schon im engen Austausch. So, was machen wir jetzt damit? Wenn wir den Knoten beladen haben mit einer X-Position, einer Y-Position und dem Namen, was wollen wir dann im Endeffekt haben? Was wollen wir damit machen? Was war der Hintergrund? Das Ganze packen wir, wenn wir die Aufgaben jetzt kontinuierlich gemacht hätten, packen wir in eine Graphklasse und können der Graphklasse dann irgendwann sagen, gib dich bitte so aus, dass ich mit den GraphVis-Tools den Graphen zeichnen kann. Also, was muss der Knoten können, damit das irgendwann langfristig funktioniert? Genau, wir brauchen eine String-Methode. Die verrate ich jetzt mal, denn da ist eigentlich nicht vieles bei, oder zumindest den Anfang verrate ich. Die ist sogar konstant. Warum ist die konstant? Ganz genau. Die liest diese Werte lediglich und gibt mir nachher einen String zurück, wo das drin steht. Aber diese Werte werden nicht verändert. Das kann ich hier einmal dokumentieren, dass ich das nicht vorhabe und gleichzeitig dem Compiler mitteilen, dass ich es auch nicht tun werde. Ansonsten haut er mir auf die Finger an der Stelle. So. Gleiches Spiel wie für den Konstruktor. Ich implementiere das jetzt auch im Header. Was muss ich da drin machen, dass ich die richtige Ausgabe bekomme? Ganz genau. Also, so sollte ich das schreiben. Ich fasse das jetzt erst nochmal auch für die Aufnahme zusammen. Aber Sie drängeln gerade so, ich habe wahrscheinlich irgendeinen Schreibfehler gemacht, oder? Alles klar. So, jetzt haben wir es vollständig schon mal geschrieben. Ich fasse noch einmal zusammen, damit wir es in der Aufnahme auch haben. Ich brauche einen Buffer, der nachher ein Stream wird. Den bauen wir uns. Aber fürs Erste, das hier ist jetzt genau so was wie ein Stdcout, was Sie schon kennen würden. Wir nennen es hier erstmal Buffer. Wo wir das herkriegen, machen wir gleich. In diesen Stream-Buffer schreibe ich zuerst den Namen, dann die Einleitung der Position. Dann die eigentliche Position, dann ein Komma, was die beiden Positionskoordinaten trennt, dann die Y-Position und dann so ein Ausrufezeichen, was nachher GraphVis mitteilt. Nimm auch bitte tatsächlich diese Position und mach da nicht selber was mit. Nochmal schließende Anführungszeichen und die eckige Klammer zu.
Wo habe ich das her? Steht in der Aufgabe, wie das Format auszusehen hat. Was ist das für ein Format? Das ist das Format, was Neato, ein Graphis-Tool, nachher lesen kann. So, Sie sagten auch schon ganz richtig, dieser Buffer ist ein String-Stream. Hört auf den Namen Buffer und damit ich den einbinden kann, brauche ich hier oben einen weiteren Header, den S-Stream-Header. Genau, das ist es. So, Sie könnten das auch alles in eine Zeile schreiben, was ich hier gemacht habe. Ich habe es absichtlich so getrennt. Ist wahrscheinlich auch einfach nur eine Eigenart von mir, dass ich sage, eine Zeile kümmert sich darum, dass eine Member-Variable nach draußen kommt und die andere Zeile ist dann wieder Text, den ich hart da reingebe und dann ergibt sich für mich eine etwas schönere Struktur hier in der Aufteilung, damit ich dann sehe, was da abwechselnd reingeht, als hätte ich das in einer Zeile stehen. Ist aber vollkommen unerheblich, wie Sie es schreiben. Genau, wir hatten noch eine Frage. Ganz genau, das ist dann die Rückgabe im Buffer, der erstmal ein Stream ist, sammle ich durch Stream-Operationen einen String auf, den ich mir ganz am Ende hiermit, vor allem mit dem .sta, wieder rausholen kann und den gebe ich dann zurück. Prima. Nee, gehen wir erstmal hier hin, versuchen das zu übersetzen. Das klappt, das ist gut. Es tut nur noch nichts. Damit kümmern wir uns jetzt drum. Was brauchen wir? Wir brauchen den Node HPP, damit wir hier sagen können, wir bauen uns eine Node. Da geben wir den Namen Foo mit. Und an welche Position packen wir den? Also vorgeschlagen war 0,0, dann sieht man nichts. Zweiter Vorschlag war 1,2, da sehen wir auch nichts. Oder das hilft uns nichts. Wir haben extra gesagt, das sind Fließkommazahlen. Haben wir hier gesagt, wir kriegen Float Xpos und Float Ypos hier oben rein. Das sind Fließkommazahlen. Die wollen wir sehen. Also nehmen wir hier vielleicht 3,1 und 4,2. Es ist vollkommen egal, welche Werte. Ich möchte es nur tatsächlich sehen, dass wir nicht 0,0 kriegen. Dann wissen wir nicht, welche 0 das jetzt war. Das ist schon mal blöd zu unterscheiden. Wir können uns ja auch vertan haben, dass wir X und Y aus irgendeinem Grund getauscht haben in einer Ausgabe durch einen blöden Fehler. Oder ich habe ja hier so eine Zeile geschrieben, die mir die X-Position in den Buffer packt. Jetzt bin ich schrecklich faul und möchte die Zeile nicht nochmal schreiben. Also hier für Zeile 18. Also kopiere ich mir die vielleicht hier hin, setze die da ein, statt Buffer kleiner Y-Post zu schreiben und vergesse es zu ändern. Und wenn ich jetzt 0,0 da reinpacke, als Startposition, sehe ich das nicht. Wenn ich verschiedene Werte da reinpacke oder unterschiedliche Werte da reinpacke, dann sehe ich das. Und warum ich jetzt hier mit Kommazahlen das mache, wir haben uns entschieden, wobei ich habe das entschieden, zugegebenermaßen, dass wir Fließkommazahlen hier reinpacken wollen. Und dann können wir gleich, wenn wir die Koordinaten, ja, den Datentyp der Koordinaten templatisieren, auch sehen, was passiert, wenn wir behaupten, wir nehmen Integer und ihm dann Fließkommazahlen hier verpassen. Dann können wir das so lassen. Gut, jetzt haben wir den Knoten. Dann wollen wir natürlich nicht Hello World ausgeben, sondern Node to String. Das, was wir da eingegeben haben. Dann können wir gucken, ob er jetzt glücklich ist. Ja, ist er. Ach so, kompiliert habe ich schon. Einmal laufen lassen. Und bitte einmal vergleichen, ob das das Format ist, was wir haben wollen. Das passt, oder? Okay, zustimmendes Nicken oder zumindest zustimmendes Gucken. Okay, mache ich Ihnen davon eben den nächsten Commit fertig. Wir sind, genau, in Post. Wir haben die CMake-Lists erweitert. Wir haben die Knoten eingebunden und wir brauchen hier oben den Node-HPP noch mit dazu. Dann ist das Implement Node-Class. Wunderbar. Prima, da haben wir tatsächlich noch ein bisschen Zeit, diese Aufgabe mit dem Template dann zu machen. Ich teile jetzt nochmal auf, in oben steht der Node-Header
unten steht die Main-CPP mit der Main-Funktion. Aufgabe ist, die Knotenklasse zu einem Template zu machen, sodass ich von außen den Datentyp der Koordinaten festlegen kann. Wie mache ich das? Alles klar, genau so. Damit wir die Knotenklasse zu einer Schablone, zu einem Template machen, müssen wir Template davor schreiben. Dieses Template kriegt Parameter, die sogenannten Template-Parameter, die zähle ich dahinter, hinter dem Wort Template, in Spitzenklammern auf. Wir haben nur einen Template-Parameter, das ist der hier, den wir brauchen, und der ist ein Typname. Der Name eines Datentyps, deshalb schreibe ich da TypeName davor. Und PostType ist dann nachher mein Parameter, den ich in dem Template benutzen kann. Ich finde es schön, dass Sie direkt gesagt haben, wofür das ist. Typischerweise würde man hier an der Stelle T schreiben, aber das ist wenig hilfreich, da muss man wieder so viel lesen. Also ist hier PostType vielleicht ganz gut, tatsächlich das so ausführlich zu machen. So, und was mache ich jetzt mit diesem PostType? Wo kommt das hin? Ganz genau. Wir wollen die X- und Y-Positionen jetzt abhängig von diesem Datentyp machen und nicht hart auf Float coden oder kodieren. Und dann läuft es hier in dieser Klasse jetzt tatsächlich darauf hinaus, dass wir alle Floats durch PostType ersetzen können. Ist immer ein bisschen pingeliger. Den Datentyp an diesem X-Post und Y-Post ersetzen wir durch einen PostType. Damit wir ein bisschen genauer hingucken und jetzt nicht einfach nur eine Textersetzung machen. Hier wird es tatsächlich klappen, denn das sind die einzigen Vorkommen von Float. Aber gucken Sie da, wenn Sie sowas machen, ein bisschen genauer hin. So, jetzt kompiliert es nicht mehr. Und das finde ich tatsächlich einen interessanten Aspekt dieser Sprache. Ich überlege gerade. Ja, wenn ich eine Template-Funktion aufrufe, oder warum ich das interessant finde, wenn ich eine Template-Funktion aufrufe, kann der Compiler in die Parameter reingucken und den Datentyp rausfinden. Auf den ersten Blick könnte man meinen, er kann das hier ja auch. Ich rufe ja, in Anführungszeichen, gewissermaßen den Konstruktor auf. Eigentlich initialisiere ich das Objekt. Und da könnte man jetzt sich ja auf den Standpunkt stellen und sagen, hör mal, hier steht doch eine 3,1 und eine 4,2. Das sind im Moment formal Double-Konstanten. Also mach mir doch bitte einen Knoten für die Doubles. Das ist aber leider nicht, was hier passiert. So weit guckt der Compiler nicht. Das sehe ich hier in der Ausgabe auch. Er beschwert sich über dieses Node schon. Und das ist nämlich der erste Teil, den er hier in dieser Zeile liest. Er nimmt die Zeile auseinander, Zeile 8, und sieht einmal den Block Node. Dann sieht er hier den Namen. Das soll nachher Node heißen. Und sieht hier hinten die Initialisierung. So wird er sich das wahrscheinlich auseinandernehmen. Und dann fängt er vorne an und sieht, okay, Node ist ein Datentyp. Eine Klasse. Und steigt in dem Moment schon aus, ohne weiter zu gucken, was da hinten noch kommt. Es wäre eigentlich schick, wenn er noch weiter guckt und dann sieht, okay, ich lege eine neue Variable an mit dem Namen oder ein neues Objekt mit dem Namen an und ich habe die Initialisierung, also kann ich Templates direkt da raus oder kann den Template-Typ wieder implizit rausfinden, weil der Konstruktor komplett abgeschlossen ist. Aber wahrscheinlich ist das eher der naive Blick von außen desjenigen, der einfach nur diese Zeile hinschreibt, und der noch nicht versucht hat, das in einem Compiler umzusetzen. Das ist wahrscheinlich höllisch schwierig, dem Compiler das zu erklären, dass er so weit gucken soll. Und es ist viel, viel einfacher, hier zu sagen, hör mal,
lieber Programmierer, mach deinen Job ordentlich. Den Datentyp Node kenne ich nicht. Datentyp Node ist, wenn überhaupt, ein Template. Sag mir doch bitte, wenn ich diesen Datentyp jetzt hier anlegen soll, welcher Datentyp das genau ist. So, welcher Datentyp ist das? Das ist genau genommen Node für Float-Koordinaten. Das ist ja genau das, was wir vorher hatten. So, jetzt, nee, nicht dahin, ich wollte es ausführen, kriege ich immer noch genau das Gleiche, was ich vorher hatte. Das kann ich jetzt auch so machen, dass ich ihm jetzt hier sage, mach mir Double-Koordinaten. Klappt es auch noch. Und ich kann ihm hier sagen, mach mir Integer-Koordinaten. Ah, da sagt der Compiler schon, hoppla. Gucken wir mal genauer hin, was sagt er da? Er ist nämlich so nett, mir Bescheid zu sagen, dass... Interessant. Okay, dass die beiden Parameter, die ich ihm hier übergebe, Konstanten vom Typ Double sind. Und dadurch, dass ich ihm, ich hoffe, ich komme jetzt an der Stelle an, dadurch, dass ich ihm hier sage, mach mir bitte Knoten für Integer, ist der Konstruktor hier oben ein Konstruktor, der Integer-Parameter übernimmt. Und dann sagt er mir natürlich, das Double castest du jetzt gerade implizit in ein Int. Das macht der Compiler mit, weil das kann. Das sind ja Datentypen, die er vollkommen versteht, die er mitbringt. Und deshalb sagt er, diese implizite Konversion, ist hier sogar noch konkreter, diese Konversion von Double in Integer tendiert dazu, dass du Genauigkeit verlierst. Natürlich, es wird ja alles hinterm Komma abgeschnitten. Und hier erklärt er mir sogar noch, was ich verliere. Das ist jetzt eine Warnung, die sollten Sie grundsätzlich ernst nehmen, wenn er Ihnen die um die Ohren haut. Denn dann kann sich ja Ihr Verhalten von dem Programm schon massiv ändern. Weil Sie Genauigkeit verlieren. Wenn Sie hiermit versuchen, Physik zu machen, wird das eine ziemlich primitive Physik. Weil Sie keine Nachkommastellen zulassen. Das wird schwierig, damit irgendwie genaue Ergebnisse oder genaue Erkenntnisse über die Welt zu finden. Ich kümmere mich jetzt absichtlich nicht um diese Warnung. Weil ich genau da ja reinlaufen wollte oder Ihnen genau das zeigen wollte, dass das jetzt geht oder was da jetzt passiert und das unten drunter jetzt tatsächlich ein Integer-Datentyp liegt. Wenn ich das nochmal fertig kompiliere und ausführe, dann sehe ich nämlich in der Ausgabe auch tatsächlich nur die Integer-Ausgabe. Und jetzt drehen wir uns wieder zurück zu der Warnung. Der Compiler hat natürlich die 4,2 auf eine 4 verkürzt, die 3,1 auf eine 3 verkürzt, um das als Integer abzulegen und gibt mir jetzt hier natürlich auch nur die Integer wieder raus. Also intern funktioniert diese Klasse jetzt mit Integer. Okay, so, ich bin gerade, möchte ich zumindest ein bisschen was zu sagen, an einer Stelle hängen geblieben. Ich wollte den Compilation Buffer haben. Ist der nicht mehr offen? Nee, habe ich den zugemacht. Achso, da war ich sogar drin. Ah, padapadam. Da wollte ich hin, einmal kompilieren. So. Das fand ich interessant, nur als kurze Randnotiz. Hat jemand von Ihnen eine Idee, warum mir der Compiler die Warnungen in dieser Reihenfolge ausgeben könnte? Eigentlich liest er ja von links nach rechts. Hatten wir uns ja gerade drum gekümmert. Er guckt ja gar nicht so weit, dass er hier hinkommt, um zu sagen, hör mal, du gibst mir da Double-Konstanten, also mache ich hier den Knoten als Double. Und jetzt erzählt er mir, dass die 4,2, und die 4,2 macht ihm zuerst ein Problem und dann die 3,1. Es ist nur eine Idee, woran das liegen könnte. Ich müsste noch mal ganz genau nachgucken. Das liegt an der Aufrufkonvention von Funktionen, die das Betriebssystem vereinbart hat. Denn irgendwie müssen die Parameter ja in diese Funktion reinkommen, die ich übergebe. Und das muss funktionieren für ein Programm, das ich selber geschrieben habe. Das muss aber auch funktionieren für ein Programm, das ich immer noch schreibe, was aber eine Bibliothek benutzt, die jemand anders geschrieben hat. Also ich rufe eine Fremdfunktion auf und da gebe ich Parameter rein. Und das muss miteinander funktionieren. Deshalb müssen beide Seiten, die Entwicklerin der Bibliothek und ich, müssen Funktionen auf die gleiche Art und Weise aufrufen. Das stellt der Compiler sicher und das hat er mit dem Betriebssystem vereinbart. Und es müsste so sein, dass die Parameter von hinten übergeben werden.
als ich es das erste Mal gelesen habe oder die Erklärung dazu gelesen hatte, wo ich darüber gestolpert bin, war es logisch, warum. Ich kriege die Erklärung nicht mehr hin, warum das rückwärts gemacht wird. Aber wenn ich nicht ganz verkehrt liege, werden die tatsächlich in umgekehrter Reihenfolge abgelegt. Warum auch immer. Und das sieht man jetzt eben hier, weil der Compiler natürlich von hinten auf die Parameter guckt und dann sagt, so, was ich jetzt hier versuche, ist hier eine Verkürzung und deshalb fängt er mit der 4,2 an. Ist nur eine Vermutung, aber irgendwas war da. Ich wollte es nur eben mit Ihnen teilen, weil ich da gerade drüber gestolpert bin und mich da wieder dran erinnerte. Super. Da haben wir das Template für die Knoten fertig. Make Node Class Template. Und jetzt hatten Sie noch eine Frage dazu, zu dem Code, oder gesagt, das macht Probleme. So, ich habe eine Abkürzung genommen. Da landen wir jetzt dann doch an der Stelle, dass ich das nochmal erklären muss. Ich habe die komplette Knotenklasse im Header implementiert. Die Knotenklasse ist ein Template. Ich überlege gerade, wie ich den Bogen schlage. Genau, die Knotenklasse ist eine Schablone. Und wenn der Compiler die liest, diese Schablone, hat er sich dann schon tatsächlich übersetzbaren Quellcode angelegt oder macht er damit was anderes? Ganz genau. Den eigentlichen Code, den er übersetzt, legt er in diesem Moment erst an. In dem Moment, wo er diesen Integer-Knoten sieht. Und wenn ich das jetzt tatsächlich aufgeteilt hätte, wenn ich das aufgeteilt hätte in, da wollte ich hin, in eine Node CPP. Natürlich hier mit dem Include. Ich frage mal gerade nach. Also, Kollege sucht ein Netzteil, da habe ich gerade kurz darauf reagiert. Wo waren wir stehen geblieben? Ich habe jetzt eine Node CPP angelegt und inkludiere da natürlich die Node HPP erstmal, damit ich arbeiten kann. Und dann würde ich jetzt normalerweise hier auf die Idee kommen und zu sagen, mein Knoten, Konstruktor, kommt hier rein und der ist Template Type Name. Was haben wir gesagt? Post Type, ne? Dann haben Sie es wahrscheinlich so geschrieben, oder? Okay. So, und das Gleiche mit der ToString-Methode. Und das probieren wir jetzt einmal aus, was dann passiert. Ich packe das eben mal hier so hin und dann gucken wir mal. Alles klar. Gucken wir mal, ob wir das nachvollzogen kriegen. Das hier und das hier. Und jetzt gucken wir mal, was der Compiler daraus macht. Ne? Also, was ist passiert? Ich erkläre im Header, dass es das Knoten-Template gibt. Das Knoten-Template ist templatisiert über den Post-Type. Den nutze ich hier im Konstruktor, in den Parametern und den benutze ich hier unten. Damit funktioniert die Klassendeklaration wunderbar. Das dürfte kein Problem sein. Der Compiler kann in dem Moment, wo ich den Knoten mache, die Klasse anlegen. Die Klassenbeschreibung anlegen, das ist der wichtige Punkt. So, jetzt müssen wir CMake noch eben erklären, dass wir auch eine Node CPP haben.
kompilieren das mal und nehmen das auseinander. Dann haben wir, ja, es funktioniert sogar genauso, wie ich mir das erhofft habe. So. Was passiert? Gucken wir uns die Fehlermeldung mal ein bisschen größer an. Das ist hier oben wieder die Warnung. Die lassen wir drin. Das ist genau die Warnung, die wir gerade hatten. Die 4,2 wird auf den Integer verkürzt, weil ich schreibe Node Int. Sah das bei Ihnen auch so aus? Sah genauso aus. Preisfrage. Wer meckert hier unten mit mir? Genau richtig. Der Linker meckert an der Stelle. Deshalb ist der hier auch nicht ganz so eloquent wie der Compiler. Der Compiler spricht irgendwie eine halbwegs verständliche oder menschenverständliche Sprache. Beim Linker muss man, finde ich, immer vorher tief Luft holen und sich dann darauf einlassen, was der einem erzählt. Das liegt aber eher daran, dass er hier die Symbole komplett benennt. Und ich finde, er ist nicht ganz so sprachbegabt oder gewandt. Was macht er? Wichtige Zahl ist Zeile 24. Worüber beschwert er sich? Genau, der Linker beschwert sich darüber, dass er Symbole nicht findet. Das bedeutet übersetzt, er findet, ja salopp gesagt, die Funktionen nicht, in die der Compiler ihm gesagt hat, spring da bitte rein. Die Funktionen werden nachher zu Symbolen, die der Linker anspringen kann. Oder wo der Linker dafür sorgt, dass Sprünge genau dahin gehen. Welche sind das? Die zählt er hier oben auf. Das ist der hier, das ist der Node-Konstruktor. Und das ist Node-to-String. Jeweils spezialisiert für Integer oder instanziert für Integer, steht ja hier. Und das sind einfach die übersetzten Parameter, die er daraus macht. Das wird so ein bisschen länglich. So, er möchte aus Main dahin springen und schafft das nicht. Und das können wir uns jetzt angucken, warum er das nicht schafft. Einmal die Main-CPP lege ich hier hin und ja, ich lege darunter den Header Node-HPP. Wenn der Compiler die Main-CPP übersetzt, guckt er sich die Main-CPP von oben nach unten an. Zeile 1 holt er sich den Header der Standardbibliothek, also diesen CSTD-Lib-Header rein. Einfach wirklich den kompletten Text. Dann holt er sich den kompletten Text des IO-Stream-Headers rein und den kompletten Text der Node-HPP und liest den dann natürlich durch. Das passiert nicht in einem Schritt, das Reinholen passiert vorher und dann liest er durch. Wir können es aber auch gemeinsam machen, das ist kein Problem. So, was liest der Compiler dann da? Hol dir noch ein bisschen Zeug und lerne darüber, dass es jetzt eine Schablone gibt, Code zu schreiben. Was steht in der Schablone drin? In der Schablone steht drin, die Schablone baut eine Klassendefinition. Und diese Klassendefinition enthält die Deklaration des Konstruktors und die Deklaration der ToString-Methode. Das heißt, der Compiler weiß, in dem Template sind zwei Funktionsüberschriften drin. Mehr nicht. Also kann der Compiler weitermachen. Zeile 8. Bau mir bitte eine Knoteninstanz für einen Integer. Was passiert? Knotenklasse für Integer hat er noch nicht. Hat aber eine Schablone dafür. Kann diese Klasse also aus der Schablone bauen. Und dann baut er sich genau das hier als Quelltext.
und ersetzt Posttype durch Int und übersetzt diesen Quelltext. Und lernt dabei, für Integer-Knoten gibt es einen Konstruktor und für Integer-Knoten gibt es eine toString-Methode. Dann sieht er hier den Konstruktor, Aufruf, sieht, ich habe einen Knoten-Integer-Konstruktor, also kann ich den anspringen. Und verdrahtet da rein diesen Sprung in den Knoten-Integer-Konstruktor und schreibt ran, lieber Linker, verdrahte mir den Sprung bitte. Dann kommt die Zeile 9, da steht ein Aufruf der toString-Methode. Die Knoten-Integer-Klasse hat dem Compiler erklärt, dass es eine toString-Methode gibt. Also kann der Compiler auch hier den Sprung vorverdrahten und dem Linker wieder die Notiz hinterlassen. Mach fertig. Einverstanden? Und dann ist er mit der Main-CPP fertig. Der Compiler hat Sprungziele eingetragen und ein Fähnchen rangesteckt. Lieber Linker, mach die Verdrahtung fertig. War der erste Auftrag. Ups. Der zweite Auftrag ist, die Node-CPP zu übersetzen. In dem Moment, wo der Compiler das macht, hat er alles andere vergessen, was er vorher getan hat und fängt bei 0 an, die Node-CPP zu übersetzen. Da findet er nur Schablonen drin. Was macht er also? Er merkt sich diese Schablonen, hat hier eine erklärt bekommen, hat die sich gemerkt, hat hier die zweite erklärt bekommen, hat die sich gemerkt und steht jetzt hier unten. Wie viel tatsächlichen Quellcode hat der Compiler übersetzt, wenn er hier unten ankommt? Er hat gar keinen tatsächlichen Quellcode übersetzt, abgesehen von dem, was vielleicht in der Node-HPP drin stand. Da wurde ihm nochmal die Klasse erklärt, aber auch das war nur eine Schablone, von daher hat er hier tatsächlich keinen Quelltext übersetzt. Und dann ist er fertig und übergibt das Paket dem Linker. Und der Linker sieht jetzt einmal das Objekt, was aus Main-CPP rauskam und das Objekt, was aus Node-CPP rauskam und was praktisch leer ist, sieht in dem Objekt aus Main-CPP zwei Sprünge oder zwei Funktionsaufrufe, sogar genauer gesagt, die er verdrahten soll, sieht auch genau, wohin er die verdrahten soll, nämlich einmal in den Integer-Konstruktor für Knoten und einmal in die Integer-to-String für Knoten oder für Knoten über Integer, machen wir es so rum, sieht quasi die beiden Stöpsel und will die irgendwo hinpacken und findet die Ziele aber nicht, weil die ja nicht übersetzt wurden. Klar? Wenn ich... Nee, das machen wir gleich. Damit ich das jetzt machen kann, damit das so funktioniert, dass ich die Implementierung tatsächlich in die CPP-Datei schreibe, muss ich ihm hier unten sagen, ich hoffe, dass ich das jetzt hingeschrieben kriege, es gibt Integer-Knoten. War es das? Nein. Ist es das? Auch nicht. Wie erkläre ich ihm das denn? Das ging irgendwie. Mist. Wie konnte ich ihm das denn da sagen? Mann. Wie ging das? Ah. Was ist das? Ja, das ist es. Genau. So war die Schreibweise. Ich kann mit dieser Zeile erzwingen, dass aus dem Template, aus der Schablone, Code wird.
Ich sage dem Konstruktor eindeutig oder ausdrücklich für ein Template, bau dir bitte die Klasse oder aus einer Schablone baue bitte die Klasse Node für Integer. Baue bitte die Klasse Node für Doubles. Dann kann ich jetzt als Entwickler dieser Klasse genau vorgeben, für welche Template-Typen oder für welche Template-Parameter, einmal für Integer und einmal für Double, diese Implementierung entstehen soll. Und habe damit nach außen hin gewissermaßen die interne Implementierung versteckt. Was bedeutet das jetzt? Außen, wenn ich das Ding jetzt vertreiben würde als Bibliothek und ich den Quellcode nicht rausgebe, müsste ich zumindest diesen Header rausgeben. Das muss ich ja veröffentlichen, neben der Bibliotheksdatei. Ohne den Header kann ich es nicht in mein Programm einbinden. Damit ist zumindest die Klasse erklärt, die Schablone erklärt. In meiner Bibliothek ist das Template instanziert für Integer und für Double, wird übersetzt und ist als Symbol vorhanden, aber es ist kompiliert in meiner Bibliothek. Und von außen oder nach außen verrate ich nicht, welche Tricks ich im Node-Konstruktor anstellen musste, damit das funktioniert. Und in der ToString-Methode verrate ich nicht, welche Tricks ich anstellen musste, damit das funktioniert. Ist jetzt hier trivial, kann aber durchaus Betriebsgeheimnis sein. Deshalb will ich vielleicht den Code nicht rausgeben, sondern nur die fertig kompilierte Bibliothek mit Template-Instanzen für eine genau festgelegte Anzahl von Datentypen. Dann kann ich jetzt hier als Nutzercode das genau machen, was wir gerade schon hatten. Ich kann das natürlich jetzt auch für Doubles machen. Ich bin aber gekniffen in dem Moment, wo ich sage, ich mache das für Floats. Was nehme ich jetzt in Kauf? Ich nehme in Kauf, dass mir der Linker das um die Ohren haut, mir das nicht ganz so schön erklärt, wie ein Compiler mir das erklären könnte, wenn ich hier oben mit einem Static Assert reingeschrieben hätte, dass ich das nicht für Floats instanziert haben möchte. Oder dass ich es ausschließlich für Integer und für Double instanziert haben möchte. Das könnte ich hier sogar auch noch machen, das könnte ich zusätzlich da noch reinschreiben. Ich hindere jetzt aber nicht die Nutzerin oder den Nutzer meiner Bibliothek daran, zu sagen, ja, prima, das hier ist ein Template. Ich schreibe mir selber die Implementierung für den Node-Konstruktor für, in dem Fall, Floats. Und ich schreibe mir selber den String für Floats. Das kann ich auch machen. Das ist überhaupt kein Problem, das geht. Also je nachdem, wie viel Sie verraten wollen, wie sehr Sie Ihre Nutzerinnen einschränken wollen, machen Sie es mal so und machen Sie es mal so. In dem Moment, wo Sie aber die Implementierung der Template-Funktionen oder der dadurch dann templatisierten Funktionen, Methoden oder was auch immer in eine CPP-Datei und damit in eine abgeschlossene sogenannte Compilation Unit reinpacken, verhindern Sie, ups, nee, das ist richtig, da wollte ich hin, da bin ich, bin sogar in Main. Verhindern Sie, dass die Templates passend erstellt werden. Oder etwas freundlicher ausgedrückt, der Compiler kann Ihnen die Schablone nur so anwenden oder so weit anwenden, wie er weiß, was der Inhalt der Schablone ist. Und wie er das in dem Moment weiß, wo er an Ihren Code kommt. Und hier hat er nur die Möglichkeit zu sehen oder all das zu sehen, was in Node-HPP drin steht. Und in der Node-HPP steht eben nur drin, dass es diese Funktionen bzw. Methoden oder was auch immer gibt, aber nicht, was sie tun. Und dadurch, dass in Ihrem Fall jetzt niemand dem Gesamtkonstrukt Compiler und Linker erklärt hat, was die Funktionen tun, konnte Ihr Programm nicht fertig zusammengebaut werden und der Linker konnte das, was es tut, halt nicht mit einbinden. Das können Sie aber, wie gesagt, am Ende erzwingen, indem Sie ganz genau sagen,
für welche Datentypen diese Instanzen erstellt werden sollen. Haken an der Geschichte ist, wenn Sie jetzt hier nutzerseitig partout nur Double benutzen wollen, haben Sie trotzdem in der Bibliothek erstmal den Code für Integer. Das muss nicht schlimm sein, weil hinterher Ihr Linker, der dieses Programm nachher zusammenbaut, feststellen kann, dass die Double-Variante gar nicht benutzt wird und die schmeißt er Ihnen dann hinterher wieder raus. Das kann gut sein, dass er das mitbekommt. Das heißt, es macht wahrscheinlich nichts kaputt, dass Sie das da drin haben. Aber das wäre ja eben die Möglichkeit, das so zu machen, dass Sie das nach wie vor trennen. Wobei Sie dann Templates nicht so flexibel machen, wie sie eigentlich sein könnten. Okay. Gut, haben wir den Bogen auch noch geschafft. Gibt es dazu Fragen an dieser Stelle? Ja. Ja, das kann man durchaus machen. Ja, ich wollte da gerade was zu sagen. Ich kann durchaus, nachdem ich, also ich kann immer noch die Trennung machen, reine Beschreibung oder eher Deklaration, wobei das ist ja, formal ist das ja hier, glaube ich, schon eine Klassendefinition, aber hier kann ich es immer noch machen, formal reine Beschreibung des Templates im Header und Implementierung dann in einer zweiten Datei, die ich aber niemals CPP nennen würde. Ich würde eine andere Endung verpassen. Ich müsste mal nachgucken. Ich glaube, Google empfiehlt dafür, also ich programmiere hier, soweit das geht, nach dem Google-Style-Guide. Da müsste was drinstehen, was die vorschlagen. Ich würde sie aber niemals CPP nennen, weil ich unheimlich stolpern würde, wenn ich jetzt hier reinschreiben würde, include node CPP. CPP-Dateien laufen durch den Compiler, die werden niemals inkludiert. Das ist die Trennung, nach der ich arbeite. Aber es ist, spielt auf einem ähnlichen Level wie nachher Inline-Funktionen oder Inline-Methoden, wenn Ihnen das was sagt. Die können Sie auch, da haben Sie die Implementierung auch wieder im Header drin stehen gewissermaßen. Und auch das könnten Sie zum Beispiel so trennen. Ist jetzt das Erste, was mir einfällt. Gucken Sie aber mal in entsprechende Style-Guides, da wird es Empfehlungen für geben. Und dann haben Sie immer noch die Trennung, Beschreibung und Implementierung, aber trotzdem ist eigentlich dieses Gesamtpaket aus dem beschreibenden Header-Teil und dem implementierenden Header-Teil extrem wichtig, wenn Sie mit Templates arbeiten. Da der Compiler sehr viel wissen muss von der Schablone, damit er die komplett ausfüllen kann.
Aber ich würde niemals sowas schreiben, weil das ja für eine normale CPP-Datei, die übersetzt wird, auch nicht gilt. Wie gesagt, die CPP-Dateien, die laufen durch den Compiler, werden übersetzt und er holt sich alle Header dazu. Von daher würde ich hier die Trennung auch machen, aber es ist also die Trennung in Header-Teil und Implementierungs- oder CPP-Teil. Aber es ist durchaus sinnvoll, wenn Sie das machen wollen, hier noch eine zweite Extension oder eine andere Extension oder hier hinten eine Namensergänzung dazu zu machen. Gucken Sie aber, dass Sie da systematisch sind. Und dann ist nämlich auch ganz klar, warum das unten nochmal in einem Include kommt. Und dann haben Sie es tatsächlich so, dass Sie das in zwei Editor-Fenstern aufmachen können. Und nur. Genau. Und dann wird aber trotzdem durch ein Include. Dann würde trotzdem durch ein Include von diesem Node-Header auch die Implementierung natürlich immer mit eingebunden, aber sie müllt Ihnen in Anführungszeichen nicht den Header so voll. Was aber eigentlich auch nicht verkehrt und nicht schlimm ist, dass sie das tut. Sie müssen es ja noch nicht mal hier oben mit reinschreiben. Sie können das die Implementierung ja auch hier drunter machen. Das geht ja auch. Auch das geht. Das können wir jetzt auch nochmal machen. Wir könnten das, was hier steht, jetzt einfach so wie es ist, runterkopieren und hierhin reinschreiben. Hat den gleichen Effekt. Dann ist es sogar noch im Header. Aber ich kann verstehen, dass Leute auch sagen, ich möchte das getrennt haben in zwei Dateien. Ich würde es niemals in eine CPP-Datei reinschreiben, die ich dann inkludiere. Wenn ich sowas hier machen möchte, dass ich es wirklich ganz hart beschränke für zwei, drei, vier Datentypen, finde ich das vollkommen legitim, das in eine CPP-Datei zu schreiben und das übersetzen zu lassen. Aber ich würde diese Datei auf keinen Fall inkludieren. Gut. Dann mache ich daraus auch mal eben noch einen Commit. Habe ich das schon? Ist das gar nicht gespeichert? War das nicht gespeichert? Doch. Kompiliert auch noch. So, was haben wir gemacht? Wir haben diese drei Dateien geändert. Wir haben eine Node-CPP hinzugefügt. Die Main-CPP haben wir jetzt wieder auf Double geändert. Das klappt auch. Und wir haben das aus der einen rausgeschmissen und dafür in die Node-CPP reingepackt. Genau. Move Implementation to CPP-File force instantiation for int double. Okay, haben wir das. Nochmal die Frage, gibt es dazu Fragen? Alles klar. Dann können wir uns um die Vorbesprechung von 8 kümmern, tatsächlich. So, ich räume meinen Editor mal eben auf, dass wir nicht so viele Fenster offen haben. Und dann gucken wir mal hier hin. Da ist das Richtige drin. Dann gehen wir mal hier rein. Da ist sogar noch nichts drin. 8 Vorbesprechung. In 8 Vorbesprechung ist das mit den Exceptions, ne? Dann können wir doch die beiden mal kopieren. Nach 080 pre. Und die auch kopieren. Nach 08 pre. Und dann haben wir jetzt hier eine 8 pre. Und das drin. So. Und dann zeige ich Ihnen den Code, den wir mit der anderen Gruppe gebaut haben. Und dann können wir da mit den Exceptions ran. Ganz genau. Das ist der Code. Da ist meine Maus. Haben wir das. So. Das ist vergangene Woche entstanden mit der Mittwochsgruppe. Wir haben eine Logarithmusfunktion, die Ihnen den Logarithmus aus einer Zahl zieht. 3, 9, 27 oder 81. Und zwar den Logarithmus hier jetzt jeweils zur Basis 3. Das funktioniert,
weil ich diese Rechenregel habe. Logarithmus zu einer bestimmten Basis aus einer Zahl berechnet lediglich mit einer Logarithmusfunktion zu einer festen Basis, die ich habe. Ich habe in C++ habe ich einen Logarithmus zur Basis 10, Logarithmus zur Basis 2 und Logarithmus zur Basis e. Ich könnte mir einen aussuchen. Wir haben den Logarithmus zur Basis 10 genommen, was ich dann hier unten die Beispiele relativ leicht rechnen lassen. So, also Logarithmus zu einer bestimmten Basis kann ich berechnen mit Logarithmus zur Basis 10 geteilt durch Logarithmus zur Basis 10. Und zwar im Zähler ziehe ich den Logarithmus aus der gewünschten Zahl, aus diesem x. Und im Nenner ziehe ich den Logarithmus aus der gewünschten Basis. Ist eine Rechenregel, die in Mathe mal begegnet sein sollte, eigentlich. Das machen wir uns hier zunutze und implementieren das in dieser allgemeinen Log-Funktion. Die übernimmt x und b, also Zahl, aus der ich den Logarithmus ziehen möchte, und Basis, und macht dann genau das, Logarithmus aus der Zahl geteilt durch Logarithmus aus der Basis. Und die ist schon templatisiert für den Typ t, der mir dann sagt, welchen Datentyp die Parameter haben und dementsprechend auch den Rückgabetyp richtig setzt. Und das bedeutet, wenn ich Integer reinstecke, bekomme ich Integer raus. Wenn ich Float reinstecke, bekomme ich Float raus. Wenn ich Double reinstecke, bekomme ich Double raus und so weiter. Und ist damit etwas anders als die std::log10, die mir eigentlich immer Fließkommazahlen zurückliefert. Aber hier wollten wir jetzt dadurch, dass wir uns über Templates unterhalten, das mal genauso haben, dass wir genau den Datentyp wieder rauskriegen, den wir reinstecken. Passiert halt Rundung, aber gut, das ist so an der Stelle. Dann steht noch ein Static Assert drin, dass wir t nur auf arithmetische Datentypen beschränken wollen, also salopp gesagt Datentypen, mit denen wir auch rechnen können, sodass mir der Compiler so etwas hier um die Ohren haut. Was macht er da? Klar, kannst du den Cache nicht laden, du hast keinen. Dann sagt er mir nämlich an der Stelle, hör mal, du hast hier eine Static Assertion formuliert, die geht schief. Du hast formuliert, oder du hast als Anmerkung dahinterlassen, log only works for arithmetic types t. Das war die Anmerkung, die du selber hinterlassen hast. Steht ja hier. Und ich erkläre dir das noch genauer. Du hast als Requirement angegeben, dass in dem Fall geht schief, der Standardstring natürlich nicht arithmetisch ist. Kein arithmetischer Datentyp ist. Wo kommt das her? Das kommt aus diesem Funktionsaufruf. Und dadurch, dass ich hier das Static Assert drin habe, kriege ich die Erklärung etwas besser geliefert, als hätte ich es überhaupt gekriegt, andernfalls. Ja, andernfalls hätte ich eine andere Meldung gekriegt, dass hier der log10 nicht mit Strings funktioniert. Aber die Erklärung hilft mir hier deutlich weiter, weil ich dann eine Erklärung für das log kriege und nicht für irgendwelche Interna von log, die nicht funktionieren. Deshalb ist so eine Static Assertion an der Stelle ganz hilfreich. Okay, das können wir also wegschmeißen. Das war noch die Erklärung zu dieser Static Assertion, wo die herkommt. Und damit ist das der erste Commit für dieses Repo. Import Previous Results. Jetzt ist die Frage, was kann mathematisch dabei schiefgehen, wenn ich das hier versuche? Was kann mathematisch schiefgehen? Erstmal bei einem einfachen, in Anführungszeichen, Logarithmus. Aus welchen Zahlen kann ich einen Logarithmus ziehen? Ganz genau, nur aus positiven Zahlen. Warum geht das nur aus positiven Zahlen? Versuchen wir es mal intuitiv. Was ist der Logarithmus nochmal? Oder anders gefragt, auf welche Frage liefert Ihnen der Logarithmus, die Logarithmusfunktion, die Antwort?
Ganz genau. Ich stecke in die Logarithmusfunktion eine Zahl rein und berechne den Logarithmus zu einer bestimmten Basis. Und dann versucht die Logarithmusfunktion herauszufinden, wie diese Zahl als Basishochexponent geschrieben werden kann und gibt mir anschließend den Exponenten. Nehmen wir hier die Beispiele von unten. Eine 10.000 ist eine 10 hoch 4. Da ich den Logarithmus zur Basis 10 ermittle aus 10.000 bzw. 10 hoch 4, liefert der mir die 4, weil ich die 10.000 schreiben kann als Basis hoch 4, als 10 hoch 4. Und dementsprechend kriege ich die 4 hier wieder raus. Okay? Und deshalb kriege ich hier auch die Ergebnisse, die ich hier raus haben möchte. Logarithmus zur Basis 3 ist das alles. Und von 3 kriege ich eine 1, von 9 kriege ich eine 2, weil die 9 2 hoch 3 ist. Aus der 27 kriege ich eine 3, weil die 27 geschrieben werden kann als 3 hoch 3. Und das ist diese hoch 3, die ich da wieder rauskriege. Und die 81 kann geschrieben werden als 3 hoch 4. Und deshalb kriege ich aus dem Logarithmus die 4. Das liefert mir also den Exponenten, den ich an die Basis ranschreiben müsste, um die Zahl zu erhalten, die ich in den Logarithmus reinstecke. So, warum kann ich dann nur den Logarithmus aus positiven Zahlen ziehen? Oder fangen wir etwas einfacher an. Warum funktioniert der Logarithmus aus 0 nicht? Schaffe ich es, Basis hoch Exponent gleich 0 rauszubekommen? Ich bin spitzfindig. Kopfschütteln ist falsch. Für welche Basis funktioniert das? Ja, wenn die Basis 0 ist, kriege ich aus Basis hoch Exponent was anderes als 0 raus, wenn der Exponent ungleich 0 ist. Nehmen wir jetzt eine beliebige Basis und nehmen den mal Hochexponent 0. Was kriege ich dann raus? Ganz genau. Irgendeine Basis hoch 0 ist 1. Ich bin mir nicht sicher, ob 0 hoch 0 auch 1 ist. Das müssten wir jetzt einen Mathematiker fragen, was der an der Stelle dazu sagt. Alles andere, jeder andere Exponent, den Sie an die 0 schreiben, sollte Ihnen eine 0 liefern. 0 hoch 3 ist 0 mal 0 mal 0, sollte 0 sein. 0 hoch 1/2 ist Wurzel aus 0, sollte auch eine 0 rauskommen. Also alles, was Sie als Exponent an die 0 schreiben, liefert Ihnen hinterher wieder die 0. Sie schaffen es aber nicht für irgendeine andere Basis, hoch eine Zahl hinten eine 0 rauszukriegen. Das geht nicht. Solange Sie irgendwas von 0 Verschiedenes in Ihrem Produkt drinstehen haben, denn dieses Hoch ist ja nichts anderes erstmal als ein Produkt, zumindest hoch eine ganze Zahl, kriegen Sie hinten die 0 nicht mehr raus. Deshalb ist es auch müßig zu fragen, lieber Logarithmus, gib mir jetzt bitte also lieber Logarithmus zur Basis 10, gib mir bitte den Exponenten, den ich an die 0 ranschreiben muss, oder den ich irgendwo an die Basis 10 dranschreiben muss, damit hinten eine 0 rauskommt. Kann er sagen, geht nicht. Kann sich auf den Kopf stellen, kriegst du nicht hin. Die Log10-Funktion aus der Standardbibliothek liefert Ihnen ein Ergebnis. Das müsste minus unendlich sein. Wir können gleich nochmal nachgucken. Warum das minus unendlich ist, können wir auch nochmal drüber streiten. Müssten wir vielleicht auch nochmal einen Mathematiker fragen, was der dazu zu sagen hat, wo das herkommt. Die weist aber durch einen Fehlerfleck schon darauf hin, dass das eigentlich nicht so gut ist, das zu tun oder keine so gute Idee ist, das zu tun. Das Fehlerfleck könnten wir uns rausholen und damit dann arbeiten. Er schmiert mir aber nicht ab.
Ich hätte es jetzt aber gerne, dass genau aus dem Grund, dass ich mich auf den Kopf stellen kann, Basis hoch Exponent gleich 0 hinzukriegen und das nicht hinkriegen werde. Aber genau aus dem Grund möchte ich jetzt auf die Frage, bitte liefern mir den Logarithmus aus 0, eine Exception haben. Das mein Programm jetzt hier sagt, tue ich nicht. Das ist nicht das, was du tun solltest. Und zwar tatsächlich als Runtime Exception. Während der Laufzeit ist ein Fehler aufgetreten, den du bitte behandeln solltest, lieber Nutzer oder liebe Nutzerin. Und wie mache ich das? Das ist jetzt die erste Aufgabe hier an dieser Stelle. Und dann kümmern wir uns gleich noch um die zweite Aufgabe. Dieses wirf die Exception ist eigentlich das zweite Problem, das ich habe. Bevor ich die werfe, muss ich was machen? Antwort ist wahrscheinlich zu einfach, aber mal gucken. Das wäre sogar der dritte Schritt. Das wäre der dritte Schritt. Oder meinten Sie um diesen Code? Genau. Um den Code kann ich einen Try-Catch drum machen. Also gucken, ob eine Exception geworfen wird. Der wirft Ihnen aber für 0 keine Exception. Der liefert Ihnen eine Minus unendlich, ziemlich sicher. Und schaltet irgendein Fehlerflag an, das ich dann rausfischen müsste. Es ist aber vollkommen richtig, dass ich jetzt hier hinten nachher sage, versuch das zu tun und fang nachher die Exception auf. Ist aber Schritt 3, den wir machen. Das können wir gleich machen. Ich möchte hier an der Stelle oder vor dieser Stelle, das ist Schritt 2, möchte ich die Exception werfen. Schritt 1, wenn eine 0 reingekommen ist. Und dieser Schritt 1 ist unheimlich einfach. Ich möchte ihn aber einmal formuliert haben. Ganz genau, so einfach ist es. Ich muss mich selber darum kümmern, ob x gleich 0 ist. Jetzt könnten wir vielleicht noch nett sein, ich weiß nicht, ob das erforderlich ist, ihm hier sagen, caste das auf welchen Datentyp auch immer du da benutzt, überprüfe das hier mit der 0, sind wir mal so nett, ist aber vielleicht an der Stelle bei der 0 tatsächlich gar nicht erforderlich. So. Jetzt haben wir herausgefunden, dass x gleich 0 ist. Was machen wir? Jetzt können wir die Exception werfen. Wie tun Sie das? Hatten Sie da nachgeguckt vorher? Ganz genau. Ich werfe einen Runtime-Error. Ich muss es, glaube ich, gar nicht mal in Klammern machen. Und im Runtime-Error kann ich die Fehlermeldung angeben. Also, log 0. Wie formulieren wir das? Ah, da. Do not. Nee. X cannot be 0. Log. No. Mir fällt gerade nichts Besseres ein an der Stelle. Das ist vielleicht nicht ganz die sinnvolle Fehlerbeschreibung, aber dann kriegen wir zumindest was raus. Also, cannot be. Ich sollte auch vollständig sprechen und nicht in Abkürzungen. Also, ich kann einen Runtime-Error werfen, einen Fehler, der zur Laufzeit auftritt. Gibt so ein paar Kategorien von Exceptions, die ich nehmen könnte. Es könnte wahrscheinlich auch eine I/O-Exception oder sowas sein. Müssten Sie nachgucken, was für Exceptions hier sinnvoll sind. Aber hier ist, denke ich, durchaus. Wobei, es könnte auch ein Domain-Error sein an der Stelle, weil ich mit dem Wertebereich was verbaselt habe. Egal, die Aufgabe sagt Runtime-Error. Und das Schöne ist bei diesen Exceptions, ich kann den Fehler beschreiben. Und ich kann ihm hier beschreiben, dass x nicht 0 sein kann und kann auch noch ein bisschen weiter erklären, dass Logarithmus von 0 zur Basis b ja, wenig Inhalt hat. Wie gesagt, ich tue mich gerade schwer bei der Beschreibung, aber vielleicht brauche ich einfach noch einen Kaffee mehr und dann fällt mir was Besseres ein. Wurscht an dieser Stelle. So, was hat das zur Folge? Ich kann das nach wie vor ausführen und mein Programm läuft wunderbar durch. 1, 2, 3, 4, alles prima.
Aber ich habe ja auch nicht den Logarithmus aus 0 gezogen. Ich sollte das anders teilen. Compilation da unten. So, dann ziehen wir doch mal den Logarithmus aus 0 hier unten. Ne? Ich hätte gerne den Logarithmus aus 0 zur Basis 975. Was macht er jetzt? Jetzt kriegen wir das hier. Ich kann den Logarithmus natürlich aus der 3, der 9, der 27, der 81 nach wie vor ziehen und kriege meine Antworten, die ich vorher auch hatte. Und wenn ich jetzt versuche, den Logarithmus aus 0 zu ziehen, bekomme ich Zeile 9 als Ausgabe. Was passiert hier? Mein Programm beendet sich mit einer nicht gefangenen Ausnahme. Die Ausnahme ist vom Typ Runtime Error. Das erklärt mir schon relativ viel. Also wenn ich das gut kategorisiert habe, weiß ich, dass das ein Fehler, der aufgrund der Ausführung oder der irgendwie mit der Ausführung dieses Programms zusammenhängt ist, der nicht aus dem Dateisystem kommt oder woher auch immer. Ich kann dadurch schon mal die Fehlerkategorie eingrenzen und kriege sogar die Erklärung, dass x nicht 0 sein darf. Und sogar mein Log 0 für die Basis b ja, keinerlei Bedeutung hat. Ich könnte hier noch die Basis reinstrecken an der Stelle. Das kriege ich ja auch hin. Habe ich ja da oben. Hilft mir aber nicht. So, wer bricht jetzt ab? Das ist die libc++abi. Boah, was ist das? libc++ ist die Standardbibliothek. Und vielleicht ist es legitim, das so zu beschreiben, dass mein Programm, das, was meine Main-Funktion ist, nochmal so ein ganz kleines bisschen dünn eingepackt wird außenrum, damit mein Betriebssystem das Programm tatsächlich starten kann und mit dem Programm sinnvoll interagieren kann. Und möglicherweise, da müsste ich jetzt aber nochmal ganz genau reingucken, möglicherweise kommt diese Ausgabe aus dieser ganz dünnen Schicht, die dann nochmal guckt, sind Reste übergeblieben von dem Programm? Ist irgendwas großartig kaputt gegangen? Dann sage ich Bescheid. Es könnte aber auch sein, wobei das würde mich hier bei dieser Ausgabe jetzt wundern, aber vielleicht liege ich da falsch. Es könnte aber auch sein, dass das Betriebssystem das feststellt. Das Betriebssystem startet mein Programm und kriegt einen Haufen Chaos zurück. Da ist ja was schiefgegangen offensichtlich. Also diese ungefangene Ausnahme, die ist da durchgelaufen, die kriegt das Betriebssystem jetzt zurück. Also das Programm sagt, ich habe fertig, aber hier ist diese Ausnahme. Und dann sagt das Betriebssystem so, hier, bitte, das ist passiert. Irgendwo dazwischen wird sich das bewegen. Und jetzt wäre es ganz gut, wenn ich das nicht bis dahin durchschlagen lasse. Wenn nicht die libc++abi oder libc++ Bescheid sagen muss, da war aber was schiefgegangen, sondern wenn mein Programm das auf einmal selber kann. Um vielleicht etwas netter Bescheid zu sagen. Vielleicht sogar darauf zu reagieren und zu sagen, nee, versuche es nochmal, liebe Nutzerin. Kann ja ein interaktives Programm sein, wo ich jetzt gesagt habe, Taschenrechner, zieh mir den Logarithmus aus 0. Dann wäre es ja schade, wenn der Taschenrechner auf einmal von meinem Tisch verschwindet oder explodiert oder was auch immer. Was vergleichbar wäre jetzt hiermit, sondern dass der Taschenrechner einfach sagt, nee, geht nicht, nochmal von vorne. Und da hilft mir jetzt genau das, was gerade schon mal angesprochen wurde, dieser Try-Block, dass ich dann sage, versuch das bitte zu machen. Und wenn da was kommt, fang das bitte auf. Und zwar könnte jetzt hier kommen eine Runtime-Exception, von der weiß ich, dass mein Code die auslösen kann. Deshalb kann ich die ausdrücklich abfangen. Die kriege ich als Referenz. Ich nenne die jetzt E. Ist jetzt so ein bisschen wie ein Funktionsaufruf, sieht das aus an der Stelle. Spielt aber... sieht von der Struktur her aus wie so ein If-Block. Also, wenn alles gut geht, dann mach das. Ansonsten tu was anderes. Aber hier ist es so ein bisschen tatsächlich als Notation, ich kriege jetzt eine Runtime-Exception und die nenne ich E, dann sieht es wieder aus wie Funktionsparameter. So, was mache ich jetzt damit? Dann kann ich jetzt hier drauf reagieren und könnte ja, zumindest mal Bescheid sagen. Ich mache das jetzt nicht an den Character Output, ich mache das vielleicht an den Character Error, an den Error Stream. Kannst auch in den Cout schreiben. Nee, ich trenne es mal. This computation does not work. Wie gesagt, textlich bin ich heute nicht auf der Höhe offensichtlich. Und dann kann ich hier sagen,
Terminating. Und kann dann noch sagen, ich beende mich jetzt wirklich mit einem Fehlercode. Ich sage also nicht unten, es ist alles gut gegangen, sondern ich gehe mit dem Fehlercode raus. Ach, guck mal, hier unten steht sogar noch mehr. Ich bin sogar, im Moment hat mich tatsächlich irgendwie das System so rausgeschmissen, dass es mich in einer Trap gefangen hat mit der Nummer 6. Müsste ich jetzt wieder in der Betriebssystem-Doku nachgucken, was diese Trap 6 ist. Wenig hilfreich. Deshalb ist es eigentlich ganz schön, dann zu sagen, wenn ich schon einen Fehler auslöse, von dem ich selber weiß, dass er passieren kann, dass ich den auch auffange und dann selber noch ein bisschen drumherum erkläre und dann vielleicht mit einem Fehlercode aussteige. Ich kompiliere das eben mal. Ach, Runtime Exception, die brauche ich noch. Include Standard. Ist das der? Instead. Was habe ich da falsch geschrieben? Runtime Exception. Runtime Error heißt der, ja, danke. Ich habe den oben als Runtime Error geschrieben, natürlich. Der heißt Runtime Error. Manchmal ist Copy and Paste doch ganz hilfreich. So, was ist jetzt anders passiert? Oder was passiert jetzt anders? Jetzt greift mein Catchblock, erklärt mir nochmal freundlich, da ist was schiefgelaufen und ich entschließe mich jetzt, das Programm zu beenden. Und dann sehe ich hier sogar, dass ich jetzt nicht in einer Trap gefangen werde vom Betriebssystem oder so eine Trap ausgelöst wurde, sondern ich kriege hier den Fehlercode nochmal zurück und könnte jetzt auch von außerhalb auf diesen Fehlercode nochmal reagieren, wenn das wichtig ist. Beispiel, Ihr Programm läuft in einer Endlosschleife irgendwo, unbeobachtet auf einem vielleicht einem Embedded-System oder auf einem Server wird aufgerufen und wenn das Programm zurückkommt, fangen Sie als aufrufender Prozess den Fehlercode ab und reagieren dann auf diesen Fehlercode. Das können Sie jetzt hier auch machen, weil Sie das selber gefangen haben. Ansonsten landen Sie alle wahrscheinlich alle in dieser Abort Trap 6 und können damit relativ wenig machen. Aber hier könnten Sie jetzt noch nach außen kommunizieren. Wir könnten jetzt hier sogar sagen, while true, x, ich sollte auch geschweifte Klammern machen, std c in x, ups, da wollte ich hin. So, und dann habe ich die Möglichkeit tatsächlich dann hier nicht zu sagen terminating, sondern ich kann darauf reagieren, das ergibt keinen Sinn, was du gemacht hast. Fang nur von vorne an. Einverstanden? Was habe ich jetzt gewonnen? Jetzt fragt er mich, ich hätte gerne einen Logarithmus außer. Das ist keine Shell. Ich brauche eine Shell, damit ich es interaktiv ausführen kann. So, jetzt fragt er mich nach der 5. What? Haha, Sie denken mit, sehr gut.
Ach so, jetzt habe ich wieder die ganze Zeit nichts dem Stream erzählt. Also, wir haben es gerade einmal ausprobiert. Ich weiß gar nicht, wann ich abgeschaltet habe. Wir haben es gerade einmal ausprobiert. Der Ton war kurz weg. Sie konnten es nur sehen. Wir haben es also hingekriegt, ein Error Handling auch zu machen oder ein Exception Handling zu machen. Programm schmiert nicht mehr ab. Wir kriegen genau das Verhalten, was wir eigentlich haben wollen. Ich habe den Knopf falsch gedrückt, deshalb war der Ton weg. Gut. Wir sind jetzt angekommen an der Frage, was könnte hierbei falsch schieflaufen? Warum sollte ich hier durch eine bestimmte Zahl, ich habe es genannt, nur mit Vorsicht teilen? Durch welche Zahl sollte ich nur mit Vorsicht teilen? Oder erstmal machen wir es etwas schärfer, sollte ich gar nicht teilen. Genau, ich sollte nicht durch 0 teilen. Bei Ganzzahlen ist das tatsächlich ein Problem, weil mein Ganzzahldatentyp das durch Nullteilen tatsächlich nicht zulässt. Bei Fließkommazahlen kriege ich ein Plus unendlich oder ein Minus unendlich raus, wenn ich durch Null teile, was tatsächlich ein Zahlwert ist in diesem Datentyp, mit dem ich auch weiterrechnen kann. Der macht mir also die Rechnung nicht kaputt. Aber bei Integern wird es mir vermutlich um die Ohren fliegen. So, ich möchte also nicht durch Null teilen. Wann kann das denn Null sein? Also log 10 von b. Für welches b wird das 0? Nochmal 3 Schritte zurück. Welche Frage beantwortet mir die Logarithmusfunktion? Haben wir doch vorhin geklärt. Auf welche Frage antwortet mir die Logarithmusfunktion? Die sagt mir, welchen Exponenten ich an die Basis angeschrieben habe, um die Zahl zu kriegen. Einverstanden? Logarithmus zur Basis 10 aus 10 hoch 5 ist 5. Logarithmus zur Basis 10 aus 10 hoch 17 ist 17. Die gibt mir also den Exponenten. Wann liefert mir der Logarithmus also die 0? Sprich den Exponenten 0. Wenn ich welche Zahl hier reinstecke? Ganz genau. Wenn ich eine 1 in den Logarithmus reinstecke, kriege ich eine 0 raus. Weil jede Zahl oder jede Basis hoch 0 ergibt mir eine 1. Und dementsprechend, worauf wollte ich hinaus? Genau, dementsprechend, wenn ich hier eine 1 reinstecke, hier an dieser Stelle, kriege ich aus dem Logarithmus zu jeder beliebigen Basis eine 0 raus. Und durch die 0 sollte ich nicht teilen, also müsste ich hier auch dieses b gleich 1 einmal abfangen vorher, um dann zu sagen, der Logarithmus zur Basis 1, denkt da nochmal drüber nach. Gleiches Spiel wie vorhin bei der 0. Ist das überhaupt möglich? Ergibt das Sinn, Logarithmus zur Basis 1 zu ziehen? Ja, wenn Sie den Logarithmus zur Basis 1 aus der 1 ziehen, ist es sinnvoll. Aber den Logarithmus zur Basis 1 aus einer 15 tue ich mich schwer mit. Denn wie bekommen Sie die 15 raus aus 1 hoch irgendwas? Wie oft wollen Sie die 1 aneinander multiplizieren, um eine 15 zu kriegen? Das kriegen Sie nicht hin. Und dementsprechend ist diese Frage auch hier ein bisschen schräg zu sagen, gib mir, oder diese Möglichkeit ein bisschen schräg, gib mir den Logarithmus zur Basis 1. Die ist nur sinnvoll, wenn tatsächlich auch das x gleich 1 reinkam. Und auch hier könnte man natürlich dann darauf antworten, das abfangen und sagen, ist vielleicht auch wenig gehaltvoll, was du da gerade versuchst. Mach es also nochmal. Und dieses ist wenig gehaltvoll, kann die Logarithmusfunktion melden und das darauf reagieren,
schmiere ich komplett ab oder lasse ich einfach die Eingabe nochmal zu, kann ich dann hier unten in der Fehlerbehandlung machen. Kann der Aufrufer oder der aufrufende Code machen. Und das ist das Schöne an Exceptions. Der ausführende Code meldet nur den Fehler, beendet sich aber sofort. Und der ausführende Code oder der aufrufende Code kann sich dann Gedanken drum machen, was macht er jetzt mit dieser Meldung. Lässt das Programm komplett beenden, wie wir es vorhin hatten, oder besteht die Möglichkeit, sich davon von diesem Fehler zu erholen und dann alles dran zu setzen, diese Erholung wirklich zu kriegen. So, was haben wir hier gemacht? Habe ich was Neues gemacht? Nö, wir haben uns nur noch darüber unterhalten. Alles klar. Haben Sie noch Fragen dazu? Gibt es im Zoom-Meeting noch Fragen? Auch nicht. Dann war das die Nachbesprechung von Blatt 7 und die Vorbesprechung von Blatt 8 zu den Themen Templates und Exceptions in Grundlagen der Informatik und Programmierung 2 im Sommersemester 2022 am Campus Bocholt der Westfälischen Hochschule. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.